So, hallo. Willkommen zu Motovlog Nummer 3. Ich drehe jetzt gerade ein wenig Spritztour mit dem Steffi. Und ja, da habe ich mir gedacht, ich nehme euch einfach mal mit. Zurzeit ist ziemlich geiles Wetter bei uns, deshalb kann man auch mal kurzärmlich fahren. Auch wenn es nicht ganz so sicher ist, aber naja. Es sind wieder ein paar gute Fragen zusammengekommen, wie zum Beispiel, warum ich mir die BRX gekauft habe und nicht die R. Aus dem Grund, weil ich nicht so gern Enduro fahre. Also ich fahre zwar schon gerne mal im Wald, aber da habe ich ein Bitbike und das reicht mir da auch. Deshalb brauche ich da nicht noch eine Enduro. Eine Frage, was ich mir als nächstes Moped kaufen will. Also wenn es klappt, dann werde ich mir die KTM SMC R96 holen. Ist halt alles so eine Geldfrage. Wie zum Beispiel, wie weit wir zu den Abonnenten fahren würden. Also es kommt ganz drauf an, sage ich jetzt mal, was es für ein Abonnent ist. Wenn jetzt zum Beispiel einer unserer größten Fans, sage ich jetzt mal, ist, dann würden wir da schon ein paar Kilometer fahren. Oder halt allgemein mal ein Treffen machen wir demnächst auch mal, also in der Saison. Wir treffen uns jetzt bald mal mit den Vogtland Riders. Da kann auch jeder gern mitfahren. Und ja. Ich habe mir halt heute gedacht, wenn ich schon mal die Steffi dabei habe, dann erzähle ich wenig was über die YZF. Weil der Dario hat das letzte Mal schon mal was über die WR erzählt. Ich erzähle natürlich auch noch mal schnell was über meine WR, da auch jemand gefragt hat, was ich alles verändert habe. Und ja. Wir sind jetzt gerade in Brandau am alten Schwimmbad. Schaut ziemlich scheiße aus, wenn ich ehrlich bin. Tja, also, da ist das gute Stück. Was ich halt jetzt verändert habe, ist, also ich habe meine Felgen lackiert, beziehungsweise halbiert. Dann habe ich mir einen anderen Lenker gekauft mit Querstrebe. Der ist von, ich glaube, TNT. Dann habe ich mal hier die Zeta Handguards gekauft. Die sind aber leider schon ein wenig abgeschrammt. Da bin ich mal beim Reifahren in die Garage angegangen. Was habe ich noch mal? Dann habe ich noch da und hier und da ein paar Aufkleber draufgeklebt. Was habe ich noch gemacht? Dann habe ich hier so einen ultra geilen Klappspiegel. Da geht aber leider schon die Farbe ein bisschen ab. Dann habe ich hier ein Standlicht reingemacht. Was habe ich denn noch gemacht? Ja, ich habe mir einen Aero Racing Trimmer gekauft.
Und ja, sonst habe ich eigentlich nicht viel weiter gemacht. Oder? Nee, normal nicht. Ach ja, eine andere Übersetzung ist noch drauf, aber das wäre es dann gewesen. Dann kommen wir zur Steffiere. Das Steffiere ist eigentlich fast komplett original. Die hat halt vorne ihre Scheibe nur in schwarz-matt lackiert. Dann hat sie einen anderen Kennzeichenhalter dran, Entschuldigung. Und ja, sonst ist eigentlich alles original. Dann wollten welche wissen, wie viel die Höchstgeschwindigkeit bei der YZF ist. Die Steffi ist jetzt schon 140 gefahren, aber dann war der Ofen aus. Ja, ist halt kein Vergleich zur WR, weil die WR läuft halt nur 127, also zumindest meine mit der anderen Übersetzung. Ja, was gibt's denn dann noch zu sagen? Ich würde sagen, wir drehen jetzt noch mal Runde. Bleibt am Ball, schaut vorbei auf unserer Facebook-Fanpage und ja, wir würden uns über ein Abo und ein Like freuen. Ciao. Don't